Puh. Sorry, ich hätte euch gern das Gejaule von Manfred erspart. Aber irgend so ein gefährlicher Hund hat meine Tür zugehalten. Jedenfalls hat er sich so angehört wie ein gefährlicher Hund. Vielleicht war es auch gar kein Hund, ne? Ich habe mir es mal wieder nur eingebildet, weil ich habe halt mal so eine ätzende Hundephobie. Ich habe wirklich so eine ätzende, also wirklich, wenn ich es irgendwo bellen höre, werde ich wahnsinnig. Ja, gerade dieses tiefe Bellen, dieses leicht erkältete, dieses. Also wenn ich das höre, ja, also mit diesen Bellen will ich nichts zu tun haben. Ich gehe noch nicht mal ins Schloss Bellevue. Ja, und lese grundsätzlich keine Belletristik. Und dann passiert das. Ich steige in die Straßenbahn. Alle Plätze sind belegt. Alle? Nein. Eigentlich wäre einer noch frei, wenn da nicht dieser riesen Pitbull drauf sitzen würde. Neben ihm sein Herrchen. Einen Kopf kleiner. Und pennt besoffen mit dem Kopf am Fenster. Das Motzvieh schaut mit tropfender Zunge nach seinem nächsten Opfer um. Ekelhaft. Der Schaffner geht durch und schubst den Kampfmaschinenbesitzer an. Hey, Hundruner! Der zieht ihm voll so seinen Kleffer am Stachelhalsband von der Bank, sodass er direkt davor sitzt. Der Schaffner dreht sich zu mir rum. So, bitte. Okay, Bülent, jetzt nur keine Schwäche zeigen. Wobei im Moment vor allem die Blase dazu neigt. Ich gehe die zwei Schritte näher hin. Der Killer wartet schon auf mich. Ich lächle blödsinnigerweise freundlich den Hund an und setze mich hin. Steif von oben bis unten. Beine leicht gespreizt. Zack! Liegt sein Kopf dazwischen. Mir fällt ein, dass ich 4 Würstchen gegessen habe und wahrscheinlich noch danach rieche. Außerdem liegt sein Kopf nur wenige Zentimeter von etwas weg, was ihm so ähnlich erscheinen könnte. Er reißt das Maul auf und geht. Er hat 56 Reißzähne und aus seinem Todesrachen steigt mir der Gestank meiner verwesten Vorgänger in die Nase. Ich habe mich seit 15 Minuten nicht mehr bewegt. Ich hätte schon lange aussteigen müssen. Ich sitze in einer Pfütze aus Schweiß und Tränen und höre plötzlich fröhliches Mädchen lachen. Hallo Bülent. Was machst du denn so weit draußen? Oh, ist das deiner? Oh, ist der süß. Guck mal, der ist ja kitzelig. Der blöde Köder wedelt mit dem Schwanz und fängt dann aufgeregt hin und her zu hupsen. Die Mädels, Steffi und Beate, sind begeistert. Ich lächle gequält und sag sowas ähnliches wie... Endstation, alles aussteigen. Wir nehmen schon mal mit nach draußen, rufen die Mädels und verschwinden mit dem Untier in der Nacht. Ich nehme den Notausgang. Geh erstmal ein Trinken. 2 Stunden später komme ich nach Hause, schlepp mich müde in den 5. Stock. Vor meiner Haustür sitzt ein zappernes Riesenmonster mit einem Zettel um den Hals. Hallo Bülent, du hast deinen Hund vergessen. Küssen Steffi und Beate.